der Else ist. Bei diesem Auto habe ich eine gehörige Portion Ehrfurcht, denn irgendwie muss ich an meinen damaligen Werkenlehrer denken, der mir mit viel Geduld und Verstand, Fingerfertigkeit und Verständnis über verschiedene Materialien beigebracht hat. Ich kann mich richtig gut in die Zeit, als dieses Auto entstanden ist, hineinversetzen und glaube zu wissen, mit welchen Entbehrungen, Rückschlägen und Enttäuschungen die Gruppe damals zu kämpfen hatte. Sich bereits 1974 Gedanken zur Sicherheit der Fußgänger und zum Umweltschutz zu machen, ist schon ganz großes Kino. Für dieses Video bin ich nach Massen bei Finsterwalde gefahren, um mich mit dem Bürgermeister Lutz Motrow und dem Ortschronisten Herr Kauer zu treffen. Wir sind hier im Bürgersaal, wo wir unsere Gemeindevertretersitzung abhalten, und hinter uns steht das schöne Elektroauto, und unser Ortschronist Manfred Kauer wird gleich noch ein paar Worte fachgerecht Ihnen mitteilen, was mit diesem Auto auf sich hat. Ja, also ich freue mich, dass jetzt noch so ein Interesse für dieses kleine Elektroauto besteht. Damit habe ich wirklich nicht mehr gerechnet. Es ist wahrscheinlich das erste Elektroauto in Deutschland. Es wurde Mitte der 1970er Jahre entwickelt und in mühevoller Kleinarbeit von Jugendlichen unter Anleitung von Fachleuten zusammengebaut. Das Problem war dabei, dass sie ohne materielle Voraussetzungen sich dieses Ziel gestellt haben, und das, was an Material aufzutreiben war, genutzt werden musste. Und daraus ist dann entstanden, dass eine Konstruktion entwickelt worden ist und mehrere Modelle aus Holz beispielsweise gefertigt wurden. Und nach etwa 3 Jahren war es dann soweit, dass alles Material zusammen war, dass ein Zusammenbau der Einzelteile durchgeführt wurde und schließlich das Auto fahrbereit war. Ein großes Problem war dabei, A, die passenden Elektromotoren zu bekommen und B, die passenden Batterien. Das war das Schwierigste, ist aber letztlich gelungen. Die Gruppe, die das gemacht hat, war organisiert in der Station Junger Techniker in Finsterwalde. Das war damals eine Bewegung, um Jugendliche für technische Dinge zu interessieren und ihre eigenen Fähigkeiten nach Möglichkeit zu entwickeln. Da gab es einen Leiter, der ehrenamtlich tätig war und die Jugendlichen angeleitet hat und unterstützt hat bei der Beschaffung von Material. Ja, das war eigentlich ein mehr politischer Sinn, der dort dahinter stand, um nach der damaligen Sprachregelung junge sozialistische Menschen zu schaffen und zu erzielen. Es gab verschiedene solcher Gruppen. In manchen war das Interesse nicht so groß. Die sind wieder auseinandergefallen. Aber dort, wo die ehrenamtlichen Leiter das Interesse richtig wecken konnten, entstanden dann schon recht ordentliche Dinge. In der DDR war es ja so, dass die Jugendlichen angehalten waren, sich schöpferisch zu entwickeln, und dazu wurden die sogenannten Messen der Meister von morgen organisiert, die in größeren Betrieben stattfanden, aber auch auf Kreis- und Bezirksebene und sogar auf Landesebene der DDR, wo Entwicklungen und Erzeugnisse, die aus jugendlicher Hand entstanden sind, ausgestellt und ausgezeichnet wurden. Dazu gehörte letztlich auch dieses Auto, das auf mehreren dieser Messen ausgestellt wurde. Was eigentlich enttäuschend war aus heutiger Sicht, dass die technische Leistung, so ein Auto herzustellen, das immerhin mit 50 Stundenkilometern 50 Kilometer weit fahren konnte, das wurde nicht gewürdigt, ausdrücklich nicht gewürdigt, nur der politische Wille. Also dieses Elektrosicherheits-Stadtauto ist mit 240 Volt Motoren mit je 2,5
kW ausgestattet, Frontantrieb ohne Differential und Schaltgetriebe, 3 Schaltstufen vorwärts, 1 Schaltstufe rückwärts. 150 Ampere Batterien wurden hier im Heck verbaut mit einer 10 Stunden Normalladezeit. Karosserie, selbsttragend, Aluminium, Polyester und natürlich POR-Schaum. Die Fahrleistung hat ja unser Ortschronist schon gesagt, das sind 50 Kilometer Fahrleistung insgesamt Strecke und mit 55 km/h konnte das Fahrzeug bewegt werden. Wenn ich nicht ganz falsch liege, entsprechen 150 Ampere-Stunden bei 40 Volt Spannung ca. 6 Kilowattstunden. Also kann man sagen, dass der Elsist sehr wenig verbraucht hat, um die 12 Kilowattstunden ca. auf 100 Kilometer. Die schraffierten Flächen sind Materialien aus einer Art PU-Schaum, die Fußgänger und Insassen bei einem Aufprall schützen sollen. Wie modern dieses Konzept im Prinzip war, sieht man, wenn man den Elsist mit dem Opel Rocks E vergleicht. Beide fahren elektrisch, haben eine ähnliche Reichweite und sind beide komplett nur für die Stadt entwickelt worden. Ja, zu DDR-Zeiten gab es ja die Fahrzeugtype Trabant und davon verschiedenste Varianten, unter anderem ein sogenannter Kübelwagen für das Militär, für die Volksarmee der DDR. Das war also ein geländegängiger Trabant. Und so einen ausrangierten Kübelwagen hat sich die Station junger Techniker geholt und demontiert. Und daraus sollte eigentlich ein schnittiges Benzinauto werden, aber das ist nicht genehmigt worden. Aber eigenartigerweise ist genehmigt worden die Entwicklung eines Elektrofahrzeuges. Da hat sich der Leiter dieser Arbeitsgruppe, ein Herr Neubart, auch sehr damit beschäftigt. Und dann ist also aus diesem Grundgerüst Kübelwagen letztlich dieses Fahrzeug entstanden. Eine Länge von 3,10 Meter hat es, ein Radstand von 2,20 Meter und eine Breite von 1,40 Meter. So, wie schon gesagt, es konnte mit 2 x 2,5 kW immerhin 50 km/h erreichen. Also das ist ganz erstaunlich und 50 Kilometer weit kommen. Und die Ladezeit hat damals auch wie heute 10 Stunden betragen. Also das sind ganz normale Werte. Schade ist, dass das Ziel der jungen Leute, eine kleine Serie zu starten, die hatten eine Vorstellung von 10 Fahrzeugen, nicht genehmigt worden ist. Bekanntlich wurde vieles nach der Wende einfach verschrottet, da es nicht mehr gebraucht wurde oder durch neue und modernere Gegenstände ersetzt. Dass es bei diesem Erzeugnis nicht der Fall ist, grenzt an ein kleines Wunder. Also das Auto wurde erstmal hier im Ort entwickelt. Wie schon gesagt, in der Station junger Techniker. Es hatte, diese Gruppe stand unter Leitung von erfahrenen Fachleuten, die in einem Betrieb namens FIMAG, ganz in der Nähe von hier, wo wir uns heute befinden, beschäftigt waren. Die hatten in diesem Betrieb die Möglichkeit, an Materialien wie Blechen und Verbindungselemente und alles, was dazugehört, heranzukommen. Die FIMAG war ein Betrieb der Elektromotorenindustrie. Und als das Auto dann fertig war, wurde es, wie gesagt, in Messen und ähnlichen Ausstellungen in der DDR herumgereicht, ist dann später zurückgestellt worden. Aber der Leiter dieser Arbeitsgruppe, ein Herr Neubart, der hat immer seine Hand über das Fahrzeug gehalten und immer darauf geachtet, dass es nicht ganz und gar untergeht oder wegkommt. Er hatte beruflich nach der Wende in Hamburg zu tun und hat das Fahrzeug mit dorthin genommen. Und es wurde dann dort an einer Universität in Hamburg, Harburg sogar untersucht und Und bei VW im Windkanal wurde es getestet? Ja, die haben dann von dort aus Verbindung mit VW aufgenommen, beim Windkanaltest sehr gute Werte erreicht, das wurde noch bestätigt.
Und später hat er dann dafür gesorgt, dass das Fahrzeug wieder in unsere Gegend kommt. Erst hat er es in einer Scheune auf einem Dorf untergebracht. Dann kam die Entwicklung hier in diesem Ort Massen unter Leitung des damaligen Amtsdirektors Herrn Richter. Mit dem hat er Verbindung aufgenommen und der hat sich dann dafür eingesetzt, dass dieses Teil, dieses Auto, das hier entstanden ist, hier auch wieder herkommt. Und am Ende wurde in diesem Raum, der hier eigentlich als Empfangsraum mal gedacht war, diese kleine Dauerausstellung etabliert. Und die steht nun schon ungefähr seit dem Jahr 2012. Man konnte das Elektroauto natürlich mit einer offenen Tür fahren, weil das Unterchassis ja vom Kübelwagen stammte. Man konnte das also abnehmen und dann einsteigen. Aber ich denke mal, das ist nichts mehr für mich. Das waren hier junge Techniker am Werke gewesen. Als alter Sack kommt man vielleicht noch rein, aber sehr, sehr schwer wieder raus. Das war's jetzt schon wieder. Ich bedanke mich wieder Urst fürs Anschauen und freue mich wie immer über eine Unterstützung in Form von Daumen nach oben oder gar ein Abo hier für den Retro-Kanal. Vielen Dank, bis bald, euer Jan.